Hallo und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe meiner Wochencharts in diesem Jahr. Heute gibt es auf jeden Fall wieder einige neue Songs für euch, das ist ganz klar. Aber es gibt natürlich auch einige, die nicht mehr unter den ersten 25 dabei sind. Und das wäre zum Beispiel L.A. Vision mit Gigi D'Agostino und Hollywood, der war lange dabei. Auch Jonas Blue mit Naked war eine Zeit lang am Start, diese war auch nicht mehr unter den ersten 25, genauso wie Clean Bandit mit TikTok. Kite the Band mit Corridors, letzte Woche erst mal eingestiegen, diese Woche schon nicht mehr dabei. Seed mit Hellbop, nicht mehr dabei, genauso wie die Leoniden mit Love. Und auch Tomorrow X Together mit Drama. Das die Songs, die raus sind. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Weil es sind nämlich insgesamt tatsächlich 9 Neuzugänge dabei, also schon einige. Dazu gibt es natürlich wie immer die Neuvorstellungen. Und natürlich den Song, der vor einem Jahr auf Platz 1 war. Und somit starten wir rein mit dem letzten 40 bis 26. Auf Platz 40 haben wir Elra Eire mit Tell Me About It. Dann auf der 39 Hachel Beach Club mit Lockdown. Der ist neu hier dabei im Countdown. Dann die Leoniden mit Love auf der 38, Lionshead mit Alien auf der 37, Seed mit Hellbop auf der 36, L.A. Vision mit Hollywood auf der 35, Kite the Band mit Corridors auf der 34, dann Kid Azura Heute Nacht, das ist ein neuer Song, auf der 33, die 32 geht an Topic mit Why Do You Lie To Me, Michael Schulte mit For A Second auf der 31, V-Turn mit Hurting On Purpose auf der 30, die 29 geht an Kygo und Tina Turner mit What's Love Got To Do With It, dann Seiler und Speer mit Principessa auf der 28, Gunna Gale mit Pleasure and Pain auf der 27 und Clean Bandit zusammen mit Mabel und TikTok auf der 26. Und somit können wir auch schon reinstarten in die Top 25 der Woche. Und diese Woche ist die 25 tatsächlich von Martin Jensen und Rani. At least I had fun. Letzte Woche die 20, diese Woche ging schon wieder 5 Plätze runter. Ja, meine Wochencharts natürlich mal wieder so ein bisschen später dran gekommen, aber ich denke, die kommen jetzt in nächster Zeit immer am Dienstag. Ja, weil ich es früher einfach zeitlich hier nicht schaffe tatsächlich. Vielleicht, wenn es wirklich richtig gut läuft am Sonntag, aber ansonsten am Dienstag. Dann auf Platz 24, Dermot Kennedy mit Giants. Auch für den geht es steil bergab vom Platz 10 auf die 24, sind 14 Plätze runter, aber es ist nicht der Absteiger des Tages. Der Absteiger des Tages geht 16 Plätze runter, aber zuvor haben wir noch die 23. Die geht an Dominik Feig und Double Negativ. Letzte Woche die 15, diese Woche 8 runter auf die 23. 9 Neuzugänge haben wir, den ersten auf der 22. Nämlich Max mit Working for the Weekend. Auf der 22 neu eingestiegen. Er war ja letzte Woche mit Jonas Blue zusammen noch dabei, mit der Single Naked. Und jetzt aber mit seiner eigenen Single tatsächlich dabei, auf der 22. Dann Platz 21, ja, 10 Plätze runter vom Platz 11 auf die 21 für Lina Strobel mit Don't Care. Und somit sind wir auch schon angekommen beim ersten, ja, bei der ersten Neuvorstellung sozusagen. Nämlich Finn Askew mit Peach, neuer Song und somit die erste Neuvorstellung. Diese Woche, ja, war auch wieder so ein bisschen schwierig, nach neuen Songs Ausschau zu halten, weil entweder die waren gut und wenn neue Songs gut sind, dann steigen sie auch ein bei mir. Aber es sind heute auch wieder so ein paar Songs dabei, die ja schon lange warten drauf, dass sie reinkommen. Und heute haben sie es geschafft, aber auch ganz brandneue Songs sind heute erst neu zugang dabei und wir haben wieder mal eine Sache, die wir noch nie hatten. Ja, aber das gleich. Erstmal auf Platz 20 der Absteiger der Woche sozusagen. Lucas Graham und Jay Easy mit Shattered Love. Letzte Woche noch Platz 4. Diese Woche 16 runter auf die 20. Das ist schon ein Frontalabsturz. Dann auf Platz 19 ein brandneuer Neuzugang sozusagen von Maggie Lindemann. Knife Under My Pillow. Zweiter Neuzugang für heute. Pretty Girl war ja ihr erster großer Song, glaube ich, von Maggie Lindemann. Soweit ich mich da erinnern kann. Genau, der erste große Song von den 257, das war auf jeden Fall Holz. Das war 2014. Jetzt haben sie mit IKEA auch eine neue Single am Start, die letzte Woche auf Platz 6 nur eingestiegen ist. Diese Woche
Nee, vorletzte Woche auf Platz 6 eingestiegen ist. Letzte Woche auf der 18 war. Nee, diese Woche auf der 18 ist. Also ich komme schon ganz durcheinander, wenn es zu spät ist. Auf jeden Fall letzte Woche noch eingestiegen. Diese Woche 12 Hunter auf die 18. So ist es richtig. Dann auf Platz 17 haben wir Tiscora und Travis Baker mit All of Me letzte Woche auf der 19. Diese Woche geht sogar nochmal 2 hoch auf die 17. Dann auf Platz 16 haben wir einen Neuzugang, der letzte Woche auch eine Neuverstellung war. Übrigens der einzige. Nämlich 5 Seconds of Summer mit Kill My Time. Neu auf der 16. Somit dritter Neuzugang. Jetzt haben wir erstmal eine Neuvorstellung, bevor was kommt, das wir noch nie hatten. Die Neuvorstellung Nummer 2 stammt von Kieran und heißt Shooting Stars. Und den Song gab es mal wieder noch nicht, weil er auch sehr frisch erst rausgekommen ist, tatsächlich. Dann auf Platz 15. Eric Nam mit Paradise, der ist auch letzte Woche neu eingestiegen, auf Platz 12. Diese Woche ging es 3 Plätze runter auf die 15. Auf Platz 14 haben wir dann den vierten Neuzugang. Erstmal nichts Ungewöhnliches, aber schauen wir auf den Titel. Wir hatten jetzt Paradise von Eric Nam und haben jetzt Paradise von Weiss und Leonie auf der 14 neu eingestiegen. Und das gab es noch nie, das hintereinander, auf 2 hintereinander liegenden Plätzen, 2 Songs sind, die einfach genau den gleichen Titel haben. Also das gab es noch nie. Ich glaube, dass es auch noch nie gab, dass es überhaupt 2 Songs in den Charts waren, die schon den gleichen Titel haben, aber miteinander überhaupt nichts zu tun haben. Ja, das ist heute auf jeden Fall der Fall. Also mal wieder was Neues. Letzte Woche hatten wir das Neue, dass ja, Platz 1 und Platz 2 komplett neu sind. Diese Woche ist es nicht so. Da ist der höchste Neuzugang. Ja, sage ich nicht, wo der ist. Das seht ihr dann auf jeden Fall. Platz 13 zuerst mal für Mattia mit High Waist. Die ist letzte Woche noch eingestiegen auf der 9. Diese Woche 4 Hunde auf die 13. Dann haben wir jetzt den nächsten Neuzugang und der wartet schon ja, so 2-3 Wochen, dass er endlich mal rein darf in die Top 25. Und diese Woche hat er es gleich mal auf die 12 geschafft, nämlich Welchley Arms. Die hatten wir mit Legendary schon einen richtig guten Song vor ein paar Jahren. Jetzt haben sie Save Me from the Monster in My Head auf Platz 12, die neue Single von Welchley Arms mit diesem sehr langen Titel auf der 12 eingestiegen. Dann auf Platz 11 Ava Max mit Who's Laughing Now. Letzte Woche noch die 8, diese Woche ging es 3 Plätze runter auf Platz 11, aber das ist immer noch eine wirklich gute Position für Ava Max, die wirklich einen Song nach dem anderen raushaut. Also der Song wird auf jeden Fall in der Jahresendwertung, denke ich, auch ganz gut dabei sein, weil der war schon mal auf der 1 und ist auch schon ein paar Wochen dabei. Also sieht gut aus für den Song. Dann machen wir weiter mit der dritten Neuverstellung für heute. Und von Bo Anderson hatten wir tatsächlich dieses Jahr, glaube ich, schon mal einen Song dabei, nämlich Sweater. Jetzt hat er mit Island einen neuen, finde ich, guten Song geschrieben, der auf jeden Fall gute Chancen hat, nächste Woche dabei zu sein in den Top 25. Aber natürlich mal abwarten, was noch so alles kommt. Jetzt kommen wir erstmal zum nächsten Neuzugang. Das ist Neuzugang Nummer 6 tatsächlich schon. Auf Platz 10 Ello Black mit Hold on Tight, der höchste Song von ihm war. Ein Niederdollar ist aber jetzt auch schon über 10 Jahre, glaube ich, schon wieder her. Also krass, wie schnell die Zeit vergeht. Hold on Tight ist auf jeden Fall ein solider Song, der es diese Woche auf die 10 geschafft hat. Dann auf Platz 9 haben wir den Aufsteiger des Tages. 14 Plätze geht hoch von der 23 auf die 9 für Matt Simons und Better Tomorrow. Letzte Woche ja erst neu eingestiegen. Diese Woche schon in den Top 10. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Dann auf Platz 8 haben wir Death by Romy, Finding for a Lover. Die macht ja auch ganz gute Platzierungen. Letzte Woche die 13, die Woche davor auf der 16 und jetzt hat die 8. Also für sie geht es eigentlich auch immer weiter bergauf und somit dürfte sie auch schon dabei sein in der Wertung für die Jahrescharts. Weil ja, einige gute Platzierungen schon geholt und da reicht es, wenn man 3 Wochen dabei ist, sage ich mal so, reicht es einfach für eine Platzierung. Wo genau welcher Song am Ende steht, weiß man jetzt noch nicht. Erstmal kommt aber jetzt der 7. Neuzugang für heute. Und das passenderweise auf Platz 7. Youngblood hat was Neues. Wired heißt der Song. Letztes Jahr hatten sie ja den wirklich guten Song 11 Minutes. Ich glaube, da war Travis Baker dabei, der zusammen mit Tiscora heute dabei war, mit All of Me auf Platz 17. Ja, Youngblood auf Platz 7 mit Wired. Neuer Song von ihnen. Und auf Platz 6 der 8. Neuzugang für heute. Knapp die Top 5 verpasst.
der wartet auch schon 2 Wochen, dass er endlich heim darf in die Wochencharts. Diese Woche hat das geschafft, haben sie es geschafft, die Goldjungs mit Langeweile auf der 6 neu rein. Und somit kommen wir zu dem Song, der genau heute vor einem Jahr auf Platz 1 stand. Und das war ja natürlich Ava Max, die hatte so viele Nummer 1 Hits, auch Torn. Und der war letztes Jahr auf Platz 1, Anfang September. Genau, dann haben wir jetzt auch schon die Top 5. Und auf Platz 5 haben wir den Song, der letzte Woche auf Platz 1 war, nämlich Marquez mit No Me Levers. Letzte Woche ja auch auf Platz 1 eingestiegen, diese Woche ging es 4 Plätze runter auf Platz 5, aber immer noch eine wirklich gute Position. Dann auf Platz 4 können wir mal wieder ein bisschen K-Pop gebrauchen, nämlich von BTS, die Band schlechthin, mit Dynamite 10 Plätze hoch von der 14 auf die 4. Jetzt haben wir die Top 3 und da haben wir noch einen Neuzugang, nämlich ein afrikanischer Song. Der afrikanische Sommersong dieses Jahr, würde ich mal so sagen, haben sie zumindest im Radio gesagt, nämlich von Master KG zusammen mit Nomchibo Tsikode Jerusalema auf Platz 3. Höchster Neuzugang für diese Woche. Und jetzt fehlen nur noch 2 Songs. Welcher Song ist diese Woche auf Platz 1? Auf Platz 2 haben wir einen Song, der vor 2 Wochen auf Platz 3 eingestiegen ist, war da auch höchster Neuzugang. Letzte Woche ging es da ein bisschen runter, diese Woche aber wieder hoch auf die 2. Noch kein Nummer 1 bisher für Remy Wolf mit Monte Carlo. Von der 7, 5 Plätze nochmal hoch auf die 2. Und somit dürfte es auch für sie mit diesem Hit schon reichen für die Jahrescharts. Ganz klar. Für die Jahrescharts reicht es auch schon für Avalation und Alice Merton. The Best Song in dieser Woche tatsächlich. Von der 2, letzte Woche, da sind sie ja nur eingestiegen auf die 1 hoch. Und somit sind das 49 Punkte und das reicht auf jeden Fall auch locker für ja, den Countdown sozusagen. Die Jahrescharts wird es dieses Jahr wieder geben, ganz klar. Aber das muss ich alles dann noch ausrechnen. Also ich habe keine Ahnung, welche Songs da wirklich in den Top 100 stehen. Also ich habe wirklich wenig Ideen. Ein paar Songs denkt man sich, ja, die waren lange dabei. Aber mal schauen, was so passieren wird. Da wird es definitiv wieder Überraschungen geben. Ja, aber zuvor gibt es natürlich noch ein paar Ausgaben der Wochencharts in diesem Jahr. Da haben wir jetzt noch so 15 Ausgaben, würde ich sagen. 15 Ausgaben, glaube ich, machen wir noch 50 ungefähr immer und dann schließen wir sozusagen dieses Jahr ab. Also wir nähern uns schon eher dem Ende entgegen in diesem Jahr. Der Herbst kommt auf jeden Fall. Und wenn der Herbst kommt, heißt es auch intensive Vorbereitung auf die ja, Top 2000 in diesem Jahr. Und da brauche ich noch Songs. Also ich brauche eure Mithilfe, bitte. Schreibt mir einfach mal Songs ein, die ihr gut findet und die dabei sein sollen in den Top 2000. Ich höre mir die auf jeden Fall an, wenn die mir gefallen, dann kommen sie rein in die Top 2000. Da muss ich nämlich jetzt auch so ein bisschen durchstarten und mir die Songs alle mal zusammensuchen, damit ich dann ja, die Liste erstellen kann, damit es im November dann irgendwann losgeht. Natürlich kann es auch später werden, natürlich kann es auch bis Januar werden, bis wir da starten. Also mal schauen. Somit würde ich auf jeden Fall sagen, war es das mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.